Also entweder habe ich irgendwas übersehen, da ist nur da drin, das Auto, was ist das hier? Was war hier? Der ist nicht sehr groß. Ja gut, das kennen wir schon. Der Fahrer vielleicht schon wieder da. Kann der uns vielleicht irgendwie was... Nee, warte mal. Was für eine blöde Art, eine Klappe zu verstecken. Nein, sie ist total schmutzig. Das wird nicht funktionieren. Vielleicht noch irgendwas. Das ist dasselbe, ne? Kann man hier hin? Nee. Ich habe zwar nicht wie Brian Physik studiert, aber selbst ich weiß, dass Wasser flüssig ist und ab... Ja, ja, okay. Brian, ich schwöre dir, wenn du da rausgekommen bist, wirst du eine Menge zu erklären haben. Tja, das ist jetzt die Frage. Ich sage ja nicht, dass er es nicht verdient hat, aber lass uns ernst bleiben. Ich sage ja nicht, dass er es nicht verdient hat, aber lass... Oder kann ich mit der Pfeile vielleicht... Das scheint mir keine gute Idee. Warum nicht? Das wird nicht funktionieren. Nein. Nein, das tue ich nicht. Nein, das tue ich nicht. Das hat doch keinen Sinn. Ich glaube, ich habe schon bessere Ideen gehabt. Tja, keine Ahnung. Was ist eigentlich mit der Truhe? Ich glaube, ich habe schon bessere Ideen gehabt. Wie kriege ich denn den Lederriemen dazu zu entspannen? Also... Sie ist so schwer, dass sie den Lederriemen zerreißen wird. Und beim Sturz wird sie den Fuß von Atlas in Mitleidenschaft ziehen. Den Fuß. Aber hier gibt's auch nichts weiter, oder? Das Kabel. Und das war's dann auch schon wieder. Edward M. Blake. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Keine Ahnung, warum. Ich würde gerne wissen, was dieses M bedeutet. Ich weiß nicht warum, aber Anfangsbuchstaben haben mich schon immer neugierig gemacht. Edward M. Blake. Das Ding mitnehmen? Das scheint mir keine gute Idee. Nein. Warum nicht? Brian hat sie mir eines Tages einfach... Mein Auto ist vor dem Friedhof geparkt. Taschenlampe. Urne mit gefrorenem Wasser. Lieber nicht. Ich glaube, ich habe schon bessere Ideen gehabt. Ah!
Nein, ich sehe nicht, wozu eine Thermoskanne mit warmem Wasser gut sein sollte. Ja, keine Ahnung. Was haben wir hier sonst noch? Brille. Für das Fenstergitter. Ja, wir können hier echt nichts machen. Das wird mir überhaupt nicht helfen. Das wird nicht funktionieren. Nein, das versuche ich nicht mal. Und wozu soll das gut sein? Nein, ohne mich. Aber natürlich, klar, sofort. Sie führt zur eigentlichen Kapelle. Das hier ist nur eine Art Empfang. Ich glaube, man nennt es Vestibül. Ja. Tja, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist derselbe mit dem... Vielleicht gibt es da ja noch irgendwas. Nee, wozu soll ich nachschauen, wenn ich schon weiß, was drin ist? Die hier mit Wasser. Das Eis würde schmelzen und... Naja, lieber nicht. Lieber nicht. Es hat keinen hermetischen Verschluss. Das Wasser wird... Ja, Das wird nicht funktionieren. Das hat doch keinen Sinn. Nein, der liegt warm und trocken in meiner Tasche. Da ist er sicher. Ich weiß nicht, aber da sehe ich nicht viel Logik drin. Es gehört Luanne. Ich möchte es nicht ohne Grund benutzen. Nein, das versuche ich nicht mal. Ich glaube, ich habe schon bessere Ideen gehabt. Eigentlich würde es dabei keine Erkältung kriegen, aber ich passe trotzdem. Abkühlen. Man kann was abkühlen. Steinkugel abkühlen? Ich wüsste nicht, wofür ich das gebrauchen kann. Eigentlich würde es dabei keine Erkältung kriegen, aber ich passe trotzdem. Das scheint mir keine gute Idee. Nein, ohne mich. I-A-U-N-A-E-D-S-E-R-U-N-T. Brian liegt lebendig begraben. Ist das wirklich das Beste, was... Ja. Nein, das versuche ich nicht mal. Das hat doch keinen Sinn. Warte mal. Ich wüsste nicht, wofür ich das gebrauchen kann. Das leuchtet mir nicht ein. Lieber nicht. Der ist leicht angerostet. Könnte knifflig werden. Außerdem brauche ich ihn doch gar nicht. Lieber nicht. Warte mal, kann man vielleicht mit der Flex hier irgendwas... Und wozu soll das gut sein? Keine Ahnung. Das wird mir überhaupt nicht helfen. Nein, ohne mich. Nein. Bedauerlicherweise habe ich damit keine Chance gegen einen Stein. Und wenn der auch noch so groß und dick ist, erst recht nicht. Verdammt. Ich glaube, ich habe schon bessere Ideen gehabt. Wir brauchen den Lederriemen von oben, aber... Es mag ja hochtechnisch sein, aber ich habe es überlistet, ohne mir dabei die Frisur kaputt zu machen. Und wozu soll ich aufs Dach steigen wollen? Weiß ich nicht.
Er scheint ein wichtiger Typ gewesen zu sein. Hauptmann Philemon J. Kilgore, 1823 bis 1864. Nach Agathas Erzählung mit so vielen Toten und Persönlichkeitsberaubungen bin ich mir nicht so sicher, welches der gute und welches der böse Bruder ist. Nein, das versuche ich nicht mal. Warte mal, guck mal, vielleicht mit der Taschenlampe. Was jetzt ein bisschen weit hergeholt ist. Mit der Taschenlampe. Und wozu soll das gut sein? Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe schon bessere Ideen gehabt. Mit Sicherheit hat Agatha sie angebracht, um auf das Dach steigen zu können. Nein, viel zu groß. Ja, viel zu groß, dann kürzt. Nein, das versuche ich nicht mal. Ich verstehe das nicht. Das hat doch keinen Sinn. Ich weiß nicht, aber da sehe ich nicht viel Logik drin. Und wozu soll das gut sein? Das wird nicht funktionieren. Du, Agatha. Bis dann, Agatha. Bis bald, meine Liebe. Tja. Jetzt hängen wir ein bisschen fest. Mal gucken, vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Da sind nur Gräber, da ist der Kranz, hier sind auch zwei. Grabplatte. Diese Unglücksraben sollen ziemlich klug sein. Nein, ehrlich, ich habe engere Freunde. Nicht. Es gibt Unmengen davon. Nein, das kann ich noch gebrauchen. Lieber nicht. Und wozu sollte ich das Ding dort lassen? Nein, ich behalte es lieber. Ich verstehe nicht, was ein paar Grad mehr oder weniger für einen Unterschied machen würden. Er gleicht die Kälte aus dem Eis, Kühlschrank aus. Ach so. Die Schere, die Zange. Nein, ich passe. Auf den ersten Blick sehen sie nützlich aus, aber es mag seltsam klingen. Wozu sollte ich das Ding dort lassen? Nein, ich behalte es lieber. Das hat doch keinen Sinn. So, warte mal. Nein, das kann ich noch gebrauchen. Ich glaube nicht, dass Wasser... Nein, das kann ich noch gebrauchen. Wenn sie offen bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hineinfalle, viel größer, aber schon gut. Kann ich vielleicht... Nein, wenn ich etwas aussuchen muss, hole ich lieber was aus meiner Tasche. Schon besser.
Das Licht, das da durchfällt, ist wunderschön. Nix da. Ich will doch noch nicht im Jenseits enden. Sie führt zur eigentlichen Kapelle. Das hier... Natürlich abgeschlossen. Entdecke die Möglichkeiten. Tut mir leid, hier klappt es nicht. Schade. Wenn ich Brian heraushole und er das Großvater... Wozu? Außerdem, wenn ich lesen muss, dann lieber ein unterhaltsameres Buch, oder? Kann ich das vielleicht... Und wozu soll das gut sein? Nein. Keine Ahnung, oben vielleicht? Man kann ja gar nichts. Ha. Tja. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Also auf jeden Fall, wir brauchen die Lederin. Da führt kein Weg dran vorbei. Das wird nicht funktionieren. Ah, warte mal. Fällt mir eine Sache noch ein, die wir machen könnten? Das scheint mir keine gute Idee. Nicht. Und wozu soll das gut sein? Das scheint mir keine gute Idee. Und wozu soll das gut sein? Wenn ich mich nicht irre, ist es ein Gästebuch. Hier unterschreiben die Besucher. Nix da. Ich bin doch kein Autogrammjäger. Sie lockert das Ambiente auf. Na gut, ein bisschen. Also mir fällt jetzt nicht... Nein, das einzige Grab... Nein, das... Keine Ahnung. Naja, ich mache mal eine kleine Aufnahmepause vielleicht und versuche das jetzt irgendwie rauszufinden, was wir da machen müssen. Ne? Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.